Hier ist Ranja und wir sind heute auf einer wunderschönen Wolkeninsel. Easy schläft noch. Hallo, Easy. 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 Hallo. Oh Gott, aufwachen, du Schlafmütze. Es ist doch, guck mal, wie hell. Achtung, dass du nicht runterfällst. Gott, musst aufpassen. Wir sind hier nämlich auf einer Wolkeninsel. Das heißt, da geht's runter. Ja, da ist nicht gut. Wir sind hier gestrandet. Das ist eine sanfte Weckung. Nee, das kann ich mir vorstellen. Wir sind in Easys Folge hier gestrandet und jetzt sind wir auf dieser komischen Halloween-Insel. Beziehungsweise eigentlich nicht komisch, eigentlich ist sie sehr hübsch dekoriert, aber was komisch ist, ist dieser riesige Würfel. Richtig, die ist bei Easy. Ich verlinke die hier oben beim i, dann guckt euch erstmal die erste Folge an und danach könnt ihr hier wieder her zurückkommen, ja? Also sonst versteht ihr vielleicht den Kontext nicht, das wäre ja blöd. Wir haben in Easys Folge aus der ersten Würfelwelt zwei Obsidianblöcke gefunden und wir brauchen insgesamt noch 5 weitere, also Welten, Würfelseiten. Hast du von den Kürbissen schon erzählt? Nein, stimmt, ganz vergessen. Kürbisse, böse, ja, Gefahr. Es gibt wohl irgendeine Art Kürbismonster, wie wir jetzt in Easys Folge erfahren haben. Oder eine Kürbiswelt, ich bin noch nicht ganz sicher. Jedenfalls irgendwas Böses, was in Kürbisform existiert. Und deswegen dürfen wir hier auf gar keinen Fall Kürbisse dekorieren. Nein, Halloween ist verloren ohne Kürbisse. Auf dieser Insel. Wir können nicht mit Kürbissen dekorieren, das ist schrecklich. Ich frage mich, wo das Mädchen hin ist. Weil hier ist eigentlich noch so ein anderes Mädchen, die heißt Wolke. Die wohnt hier auch auf dieser kleinen Wolkeninsel. Und die ist aber jetzt in ihrer Höhle verschwunden, hat sie zu uns gesagt. Deswegen. Lass mal die Höhle suchen. Würde ich auch sagen. Waren wir da hinten nicht irgendwann schon mal? Ich war hier schon mal oben, aber ich gucke nochmal von hier oben, ob wir irgendwas finden. Vielleicht ist hier ein versteckter Eingang oder so. Mhm. Oder vielleicht können wir uns reingraben. Ich weiß nicht. Grab mal, warte ich. Ah! Ich bin im Wasser gelandet. Oh. Warte mal, was ist das hier? Komm mal her. Ja, warte ich. Ich hüpfe über dich. Guck mal. Oh, du bist gut. Was? Wollen wir rein? Ja. Nicht, dass da ein Monster wohnt. Quatsch, die will doch keine Monster hier. Okay, du hast recht. Oh, warte, da ist die steht direkt an dir. Kommst du durch? Vielleicht flüstern hören. Oh, hi, Wolke. Oh, hey, ihr habt ja mein Geheimversteck gefunden. Ja, also, ich war's nicht, die Easy war's. Aber es ist so schön hier. Das ist super süß, ja. Ich würde euch ja anbieten, bei mir im Gästezimmer zu wohnen, aber das ist schon belegt. Belegt? Wohnt hier noch jemand? Stimmt, irgendjemand gesehen? Nein, ich habe keinen gesehen. Von wem ist denn das belegt? Na, von meiner Kakteensammlung natürlich, ist doch klar. Achso. Warte, die wolltest du uns nicht letzte Runde noch Kaktussalat anbieten oder irgend sowas? Ja. Was ist denn da los? Aber wenn ihr noch eine Weile hier bleibt, solltet ihr euch vielleicht um einen Unterschlupf kümmern. Ja, wir haben bis jetzt so kleine Feldbetten auf der Wolkenplattform da drüben. Also. Ja. Falls es regnet, regnet es hier oben? Vielleicht? Ach, auf Wolken? Wie soll es denn auf der Wolke regnen? Ja, vielleicht, wenn eine Wolke über unsere Wolke fliegt. Das kann doch sein. Wolken stehen doch unterschiedlich hoch, oder? Ja, ja. Im Gästezimmer sind ein paar Möbel, die ich nicht mehr brauche. Die kann ich euch leihen. Okay, dann müssen wir wohl dieses Gästezimmer finden. Ja, Wolke, wo ist denn dein Gästezimmer? Kannst du das mal erklären? Sie sagt uns das nicht. Mit dem Spiegel vielleicht? Nee. Du Randalierer. Ich hab die Lampe ausgemacht. Warte, hinterm Bild, oder? Immer hinterm Bild. Hinterm Bild? Ja. Oh mein Gott. Nein! Komm mal hier rein. Du Genie! Das ist alles grün. Warte, ja, kein Wunder, dass sie die Möbel nicht mehr brauchen, wenn die alles... Oh mein Gott. Au, mein Hintern! Warte, und hier hat sie so eine Art Kaktusschrein. Zieh ihn raus, ich habe einen Stachel im Hintern. Okay, warte, jetzt piek's kurz. Aua! Ach, krass. Krass. Ist das ihr heiliger Kaktus? Vermutlich. Sie hat ihn hier so ausgestellt, dass man ja, dann kann sie auf ihrem Kaktusstuhl... Jetzt hast du schon wieder... Alles Ach, easy. Wolke, ich brauche mal kurz Hilfe. Ah. Okay, warte, und hier soll ein Möbel sein. Warte, hier oben. Oh, hier ist es Kaktussalat drin, ohne Ende. Oh, lecker. Ich probier's mal. Oh, hier sind Möbel. Magst du kurz kommen? Ja, ich bin da. Warte, ich probier mal. Ey, schmeckt eigentlich ganz gut. Probier mal. Echt? Ja. Ich hab noch keinen Hunger, aber ich hebe mir auf für später, für schlechte Zeiten. Mein Bett ist das pinke. Ich nehme ein bisschen... Kram. Du hast das pinke Bett, dann nehme ich das gelbe. Okay. Ja, das einfach alles mitnehmen und dann können wir gucken. Mhm. Ja, hast recht. Oder? Ja, wir haben ja auch genug Platz. Ja, ich habe auch den Rest. Warte, hat sie gesagt, wir dürfen alles nehmen? Ach, egal. Sie hatte gesagt, sie leiht uns das. Ja, ja. Das ist schon okay. Wir bauen dir ein schönes Haus draußen, Wolke. Wenn wir okay, ja. Du kannst uns mal besuchen kommen. Mach's gut. Ja, genau. Wo wollen wir hinbauen? Ja, hier oben, oder? Da, wo unser Zelt momentan steht. Aber unser schönes Zelt. Willst du ehrlich das Zelt da stehen lassen? Nein, eigentlich nicht. Ich meine, du kannst. Ich würde dich jetzt nicht aufhalten, aber... Ach komm, weg mit dem Kram hier.
So, und dann noch eine Klingel, damit das Mädchen uns auch besuchen kann, beziehungsweise Wolke. Die ist ein bisschen hoch. Naja. Oh mein Gott, was hast du gemacht, nichts, Easy? Nichts. Was zur Hölle? Ich sehe überhaupt nichts mehr. Was hast du getan? Nein, ich habe eine Rauchbombe geworfen. Warum? Oh mein Gott, das raucht hier. Geht es wieder weg? Ich weiß. Holy. Ja, alles gut. Das ist auch schon wieder gut geworden. Ja, wo hast du die blöde Rauchbombe überhaupt her? Ja, super schön. Darf ich dich rumführen? Okay, zeig mir alles. Immobilienmaklerin, also, Easy. Hier haben wir die Küche. Da steht dein Latte Macchiato. Kaffeefrei, darfst du trinken? Kaffeefrei mit Sojamilch oder Hafermilch? Hafermilch, selbstverständlich. Natürlich, okay. Dann haben wir hier, nein, Eselmilch war ein Witz. Dann haben wir hier unsere kleine, ich weiß nicht, wie das heißt, aber wir haben hier eine Menge Fenster und hier können wir sitzen und frühstücken. Frühstücksecke. Das ist schön. Ja, Frühstücksecke. Hier vorne findest du das Badezimmer. Oh, okay. Mhm. Sehr schön eingerichtet, muss ich sagen. Ja. Habe ich gemacht. Ja. Und so, dann hier oben, darf ich Obergeschoss. Das Fenster, das stand dann, naja, egal, dein Zimmer. Mein Zimmer? Ja, mit dem gelben Bett. Ich habe hier ein Batman-Poster hängen für die Halloween-Gefühle. Ah, cool. Ja. Und dann haben wir mein Zimmer. Aber das ist noch nicht fertig. Das ist noch nicht fertig. Dabei. Aber das ist auch süß. Das braucht noch. Und hier vorne, richtig nice, hier ist die Veranda. Oh. Und dir mag aufgefallen sein, dass wir kein Dach haben. Das ist total schön. Es wäre mir jetzt so nicht direkt aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, haben wir wohl nicht. Das kommt noch. Man muss ja nicht alles an einem Tag machen, ja? Ja, das machen wir denn. Ich mein, und ich kann dir noch den Dachboden zeigen. Oh ja, gerne. Du musst hier nur einmal über die Bücherregale springen, dann die Treppen hoch, dann die Falltür öffnen und dann bist du hier oben in unserem Dach. Auf dem Dachboden. Das ist ja schön. Und da kommt dann der Dachboden hin. Hast du da schon Pläne das für? Ist der Dachboden. Ja, ich meine, da muss ja noch ein Dach hin. Oder? Ja, das ist richtig. Okay. Okay, aber ich finde das schön. Dann haben wir auch einen Blick auf den Baum da nebenan und dann den Würfel. Wollen wir mal gucken, ob wir uns mit den Leitern einfach hochbauen können auf die zweite Seite, weil die müsste ja theoretisch entweder ganz oben oder ganz unten sein. Das ist jetzt hast die 50-50. Ah, ich habe Leiter. Ja, wir haben in der Kiste vom Mädchen welche gehabt. Ja. Baue mich gerade hoch? Kommst ja, du? Ja, ich bin knapp hinter dir. Okay, wunderbar. Ist denn die 2? Bitte sag mir, dass die 2 und nicht die 3, 5. Ist die 2, okay. Es ist die 2! Okay, gut. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich mache mich bereit, ja? Okay. Oh, hier irgendwas macht Geräusche im Würfel. Hörst du das? Ich höre das auch. Ich weiß nicht, was das ist. Was hast du denn letztes Mal gesagt, damit der Würfel aufgeht? Ich habe einfach gesagt, er soll sich öffnen. Und ich habe die Nummer gesagt. Oh, okay, ich glaube, die Nummer ist wichtig. Okay. Dann, lieber Würfel, bitte öffne uns heute die Seite 2. Hat er nicht gehört? 2! 2! Scheinbar funktioniert. Oh mein Gott! Da fliegen irgendwelche Wesen raus. Das sind kleine Feen, oder? Ja, das sind echt. Das waren die Geräusche gemacht haben. Hi! Oh mein Gott, die hat eine Spitzhacke. Wieso hat die eine Spitzhacke? Feen. Hat die geklaut? Herr krass, wir haben die freigelassen, Ronja. Vielleicht war das ja die Mission. Vielleicht müssen wir ja gar keine Obsidianblöcke finden. Für oh, guck mal, das sieht total süß aus. Das ist so ein kleiner Dschungel hier drin. Echt? Komm mal rein. Okay, warte. Oh. Warte, ich geh mal runter. Hier ist ja echt süß. Schau mal, hier ist so ein kleiner Wasserfall. Ja. Das ist ja cool. Und hier sind so Leuchtglühwürmchen in Gläsern gefangen. An dem Baum dran. Ja, oh warte, und ich glaube, das sind die kleinen Feenhäuser. Sind da noch Feen? Nee, ich glaube, die Feen sind alle rausgeflogen. Nein, hier sind welche! Ich glaube, die hast du. Oder? Stimmt! Oh, hast recht. Da sind ganz viele noch. Die nimmt jetzt irgendeinen Stein mit und fliegt wieder hoch. Echt? Die räumen hier auf, ja. Ach, weil ja am Anfang die Steine explodiert sind. Wir müssen jetzt erstmal den Obsidian finden. Okay, Obsidian. Okay. Bei dir war das mit einem Schloss, aber ich sehe hier keine Tür und nichts eingeschlossen. Das heißt, das kann es schon mal nicht sein. Wahrscheinlich haben es die Feen in der Inventar, wahrscheinlich haben es die Feen geklaut. Die Feen umbringen. Und sind damit das ist natürlich immer ein guter Ansatz. Ey, die haben mir alle möglichen Sachen geklaut. Ich habe auch gar nichts mehr im Inventar. Also, da ist echt nicht mehr viel. Ich habe noch einen Kaktussalat. Jetzt ist sie wieder in ihr Haus gegangen. Blöde Fee. Komm raus! Ich will meine Sachen wieder haben. Ich hab meine Blöcke wieder bekommen, meine Quarzblöcke. Du musst sie nur einmal boxen. Okay. Gut. Der oben hat siehst du die noch? Ja, ja, die ist da oben. Ich versuch, warte mal, hier ist eine Dings. So eine kleine Höhle im Baum. Ist da was drin? Ach so. Nee, das sind hauptsächlich Blumen, oder? Was ist das? Wie schön. Das sind irgendwelche Tränke. Warte, was können die?
Das ist eine Potion der Flügel. Das heißt, wenn ich die dich... Oh, vorsichtig, das ist ein Dorn. Ups. Okay, was ist das? Das sind Potions. Warte mal, ich werf dir mal die eine zu, ja? Okay. Ich glaube, wenn die mal auf uns droppen, können wir fliegen, oder? Mach mal auf. Kann man die droppen? Ja, mach mal. Ich kann fliegen! Ich bin eine Fee, ich kann die Fee verfolgen. Wieso kannst du fliegen und ich nicht? Bin ich zu doof? Ah ne, ich kann auch fliegen. Vielleicht können wir uns das Buch wiederholen. Ich weiß zwar nicht, ob hier oben irgendwo was ist. Oh, warte mal. Jetzt mein Buch wieder. Ich bin... Oben auf der Baumkrone ist ein Obsidianblock. Der schwebt hier. Okay. Den können wir jetzt auf jeden Fall schon mal nehmen. Warte. Als ob. Ah, wie hast du die denn geschnappt? Ich glaube, das geht nicht, wenn ich fliege noch. Ah, ich habe mein Buch wieder. Oh, sehr gut. Yeah. Weißt du, wie man da rankommt? Soll ich das Podest einfach mal abbauen? Ja, bau das mal ab. Du hast noch eine Spitzhacke, oder? Weil meine wurde geklaut. Zack, da hast du ihn. Perfekt, vielen Dank. Machen wir wieder hin. So, Block Nummer Uno. Das soll eigentlich cool wieder. Nicht weiter beklaut werden. Ja, stimmt, was, wenn die Obsidianblöcke klauen? Stimmt. Hast du jetzt einen? Ich habe einen. Du hast einen. Okay, pass auf. Okay, dann müssen wir jetzt schnell den zweiten finden, bevor der mir geklaut wird. Das ist ja hier richtig. Ich habe gedacht, die Feen sind lieb. Die sind nicht wie der blöde Geist in deiner Folge, der uns einfach angegriffen hat. Da habe ich gedacht, ja, die Feen, die tun uns ja nichts. Nee, uns nicht. Aber unseren Sachen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist schon ganz schön illegal, was die hier machen. Hä, wo könnte der sein? Im Wasserfall? Ich habe auch erst gedacht, im Wasserfall, aber da scheint nichts zu sein. Beim Baum vielleicht? Irgendwo ein Geheimblock oder so? Vielleicht müssen wir einen Knopf drücken. Vielleicht kann man in den Baum reingehen, weil in dem anderen Baum war ja auch... Nee, da ist nichts. Stimmt, vielleicht können wir reingehen. Warte, hier sind Ranken, vielleicht kann ich bei dem Baum hoch... Warte mal, nee, hier, easy. Was? Hier ist so eine kleine Höhle, die ist zugewachsen. Okay. Oh! Perfekt. Da ist er! Zack! Dann habe ich jetzt zwei. Das Podest stelle ich wieder hin. Und dann schnell raus, bevor die Feen uns die Blöcke wegschnappen. Oh nein, wir haben kein Flight. Warte, ich gebe uns. Zack! Hast du doch die Potion gehabt? Ja, wir können hoch. Sekündchen. Nein! Flieg! Die hat meinen Kamin geklaut! ich hab ihn wieder. Ich muss jetzt alle Sachen... Die hat meinen Kamin geklaut. Ein klassisches Problem, was ich auch immer habe. Vor allem diese kleinen Feen, die sind doch so leicht, als ob die da einfach ganze Kamine wegnehmen können. Bist du oben? Ich bin oben drauf, ja. Warte, dann fliege ich mal zu dir. Ich sehe dich gar nicht. Bist du drin? Ah, da bist du. Nee, ich bin hier. Okay, dann flieg mal hoch. Wir müssen jetzt sagen, dass wir fertig sind. Oh, stimmt. Okay, es ist vorbei. Wir haben die... Oh, das ging gut. Ich glaube, du bist eher der Würfelmagier. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit dem kommunizieren soll. Weißt du, wie so der Katzenflüsterer. Du bist der Würfelflüsterer. Stimmt. Ich glaube. Können wir noch fliegen? Weil dann können wir heil nach unten. Ja, wir können noch fliegen. Dann segel ich mal hier Richtung unser Zuhause und dann können wir die Blöcke dran setzen. Dann packe ich mal die beiden hier unten hin. Yes. Dann fehlen uns jetzt nur noch vier Blöcke, also vier Seiten. Ja. Das ist richtig gut. Das sehen wir dann in der nächsten Folge von Easy. Die kommt am Samstag. Meine kommt am Samstag. Ihre kommt am Mittwoch. Wir wechseln uns immer ab. Also, falls ihr, wie gesagt, bei ihr die Folgen noch nicht gesehen habt, ich verlinke ihren Kanal wie immer in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr da vorbeischauen, euch die nächste Folge angucken. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Schreibt, was ihr denkt, was die nächste Welt ist, in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Ciao.